Okay, fangen wir mal an. Also, ich möchte euch heute was über Attic erzählen. Attic ist eine Backup-Software und der Spruch, was da drunter steht, der Holy Grail of Backup-Software, das ist also nicht von mir, den habe ich in einem Blog-Eintrag von einem Griechen namens Stavros gefunden. Also, ich finde das Ding recht erstaunlich und der hat es wohl auch recht erstaunlich gefunden. Es ist allerdings noch nicht so arg bekannt, deshalb habe ich gedacht, mache ich mal hier einen Talk drüber. Mein Name ist Thomas Waldmann, Hackerspace Stuttgart, Shackspace. Ja, und ich programmiere recht viel in Python und daher, weil das in Python ist, die Software, habe ich mir die auch genauer angeschaut. Zum Feature Set vielleicht mal. Das ist ja immer so recht wichtig bei Backup-Software. Kann die alles, was ich überhaupt will? Und Backups ist natürlich so ein besonders heikles Thema. Wer braucht schon Backups? Jeder braucht immer nur Restore. Und von daher ist es halt wichtig, dass so eine Backup-Software halt irgendwie simpel ist und auch irgendwie schnell geht oder so. Sobald es irgendwie kompliziert wird und man da irgendwelche Mühen damit hat, dann macht es halt keiner. Und dann steht man halt blöd da, wenn man mal so einen Restore braucht. Was auch sehr nützlich ist, wenn ich keine Daten irgendwie unbeabsichtigt doppelt abspeichere. Es reicht eigentlich, wenn ich eine bestimmte Version einer Datei genau einmal von meinem Backup-Medium wieder runterkriege. Die muss dort nicht 10-mal liegen. Und ich will sogar vielleicht die Deduplikation noch ein bisschen feingranularer haben. Also nicht nur so komplette Dateien erkennen, wenn sie gleich sind, sondern auch praktisch, wenn die Datei nur so minimal verändert wurde, dass ich dann erkennen kann, okay, das meiste von diesen 100 Gigabyte ist immer noch das gleiche und nur dieses eine Megabyte da hat sich geändert. Also man will Deduplizierung haben. Außerdem natürlich Kompression, wenn ich einen Haufen Textdateien habe, die kann ich in der Regel so auf die Hälfte oder auf ein Drittel komprimieren. Will ich natürlich auch nicht in der entpackten Form speichern, sondern komprimiert. Und so als Crypto-Nerds will man natürlich auch Encryption haben. Also das Zeug soll verschlüsselt sein, dass falls mal irgendwie das Backup-Medium in die Hände von Fremden kommt, also das kann eine USB-Platte sein, die irgendwo verloren wird. Das kann aber auch irgendwo ein Server irgendwo in der Cloud sein oder bei einem Provider. Ich will natürlich, dass da keiner an meine Backups rankommt, der nicht den Key hat. Ja, also das soll nur ich drankommen oder jeder, der den Key halt hat. Das Authenticated bei Authenticated Encryption, das bedeutet auch noch zusätzlich, dass mir keiner irgendwo an dem Ciphertext irgendwie rumfingern kann, um mich damit irgendwie reinzulegen. Also es wird praktisch zusätzlich noch signiert. Hanno hat es ja vorhin auch erwähnt, also dass man praktisch erst verschlüsselt und dann nochmal eine Signatur drüber macht, dass einem keiner irgendwie im Ciphertext rumfingert. Hat bei Backups natürlich auch noch die Auswirkung, dass falls mein Backup-Server mal irgendwie so ein Plattenproblem hat und mein Backup eigentlich gar nicht mehr in Ordnung ist, dass ich das erkennen kann, dass ich nicht so Bitrot habe. Und ich merke es gar nicht. Ich merke es dann erst, wenn ich das Restore drauf gespielt habe und merke halt, hoppla, die Daten sind nicht mehr gar nicht mehr so, wie ich sie erwartet habe. Dann, was wohl auch noch durchaus ein besonderes Feature ist, im Vergleich zu anderer Backup-Software, man kann also alte Backups auch löschen. Ich habe kürzlich erfahren, dass es irgendeine durchaus gute Backup-Software gibt, die da gerade ein Problem damit hat, dass man irgendwie alte Backups nicht so einfach löschen kann, dass man dann irgendwie den Ordner irgendwie umbenennen muss und in den neuen dann rein backuppen muss und dann erst mal irgendwie alles doppelt hat und dann erst später den alten wegschmeißt. Und es ist also keine Uralt-Software, sondern durchaus moderne und auch recht gute, die eigentlich ansonsten ähnliche Features hat. Also wie gesagt, das Attic kann auch alte Backups ausdünnen. Ich mache praktisch jeden Tag mein Backup, aber so, wenn ich ein paar Monate zurückgehe, reicht mir eigentlich, wenn ich jeden Monat dann eins habe. Und wenn es Jahre zurückgeht, reicht es vielleicht, wenn ich alle 3 Monate eins habe. Das ist ja nur so für den Fall der Fälle, dass ich mal irgendwas noch brauche, wo ich früher mal hatte. Ansonsten will man eigentlich immer eher die neuen Backups haben. Was auch noch ein nettes Feature ist, das Attic hat recht simple Backend-Struktur. Also ist im Prinzip ein Key-Value-Store. Ich tue eigentlich ganz einfach nur einen bestimmten Schlüsselwert, ein bestimmtes Datenpaket wegspeichern. Und das sieht man also so im Bereich NoSQL und Cloud Storage, sieht man das ja relativ oft, dass da diese Key-Value-Semantik implementiert wird, weil das halt so schön einfach ist.
Und momentan implementiert ist also für lokales Filesystem so ein Store. Und ich kann auch über SSH auf einen Remote-Server in so ein Storage reinspeichern. Es wäre aber durchaus denkbar, dass man da auch andere Backends noch macht. Zum Feature-Set noch weiteres. Es ist freie und Open-Source-Software, BSD-License, also man kann so ziemlich alles damit anstellen, was man will. Es hat recht brauchbare Dokumentation. Wenn ihr irgendwo danach googelt nach Attic und ihr findet irgendeinen Blogpost von wegen die Doku wäre schlecht, das stimmt nicht mehr so ganz, also die Doku ist deutlich erweitert worden. Ihr findet es allerdings noch nicht im Master Repository, da ist immer noch ein Pull-Request offen. Wenn ihr aber in eins der anderen Repos reinguckt, die ich nachher erwähne, da findet ihr also die Doku, wo schon gemerged ist. Dann der Plattform-Support ist relativ gut, also so die ganzen POSIX-Plattformen, die sollten eigentlich entweder schon recht gut tun oder einfach zum Laufen zu bringen sein. Also Linux, BSDs, Mac OS X und so sollte eigentlich recht gut funktionieren. Bei Windows hagelt es vielleicht noch ein bisschen, da müsste sich vielleicht mal jemand, der das braucht, sich draufstürzen. Mit Cygwin allerdings sollte es auch schon recht gut funktionieren. Allerdings nicht die Originalversion, auch diese in diesem anderen Repo. Auch noch sehr nett, ich habe Extended Attribute Support und ACL Support. Also wenn ihr diese Spezialfeatures auf euren Dateisystemen benutzt, also auch das wird gesichert und auch wieder gleich restored. Ich habe auch View Support, also ein User Space File System, dass ich ein Backup, wo ich mal irgendwo gemacht habe, dass ich das quasi einfach mounten kann und dann mit meinem ganz normalen File Manager einzelne Dateien oder Directories taggen kann und einfach rauskopieren kann und nicht das Ding da auf Kommandozeile 10-mal aufrufen muss. Also ist auch sehr bequem. Bei Views muss man dazu sagen, das ist vor allem unter Linux gut brauchbar. Ich weiß nicht, vielleicht auch unter BSD. Unter Mac OS X gibt es das Problem des OS X Fuse, also die Fuse-Implementierung auf OS X, die ist so ein paar Jahre hintendrein, was den Fuse-Standard angeht. Also das tut leider noch nicht, das liegt aber nicht am Attic, sondern mehr an dem OS X Fuse. Also wenn der einen Draht dazu hat, dem sollte man vielleicht auch mal ein bisschen modernisieren, dann würde auch das unter Mac OS X funktionieren. Zum Code kurz, das Ding ist so 91% in Python, also ich habe mal das Slog-Count drauf losgelassen, also 91% Python 3 wohlgemerkt, nicht Python 2.x, das ist also eines der wenigen Projekte, wo nur mit 3 funktioniert. Und der Glue-Code so Richtung C ist in Cython geschrieben, also ähnlich gut lesbar wie Python, aber halt so ein bisschen mehr Low-Level. Und 9% sind C-Code. Das ist so der performance-kritische Anteil. Also zum Beispiel dieser sogenannte Chunker, wo das Zeug in Häppchen zerhackt, da will man natürlich ein bisschen Speed haben. Insgesamt hat das Ding 6000 Codezeilen, was für das, was es alles kann, eigentlich erstaunlich wenig ist, aber das liegt halt an Python, weil das halt relativ high-level ist alles. Und auch die C-Komponenten sieht man ja, sind nicht so arg viel. Dependencies hat es auch nicht viele, also Message Pack zum Beispiel braucht man, aber das wird einfach halt mit draufgezogen. OpenSSL ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich, also das ist eigentlich kein Problem. Es gibt recht viele Unit-Tests und Continuous Integration, also sobald da einer einen Pull-Request macht oder irgendwas sich im Repo ändert, wird es auch automatisch durchgetestet. Also das ist eigentlich ganz ordentlich so. Zur Security. Ich habe es vorhin schon erwähnt, das Ding rechnet praktisch überall Signaturen drüber. Wenn man genau nachguckt, sind sogar zwei Signaturen im Spiel, also einmal über den Plaintext und einmal über den Ciphertext. Also es ist extrem unwahrscheinlich, dass ich da nur ein Bit irgendwo verbiegen kann, ohne dass ihr es merkt. Also ihr wisst, ob euer Backup in Ordnung ist oder nicht. Das dient auch zur Authentifizierung, also dass man weiß, dass sich da nicht nur aus Versehen was geändert hat, man weiß auch, da hat keiner dran rumgefingert irgendwie. Einzige Ausnahme ist natürlich, wenn ihr das jetzt auf einen Remote-Host bei irgendeinem Provider backupt, wenn natürlich der Rechner unter dem seiner physikalischen Kontrolle ist, der kann natürlich den Rechner abklemmen oder euer Backup löschen. Aber das könnt ihr natürlich grundsätzlich nicht vermeiden. Ja? Sonst müsst ihr nochmal ein Backup von eurem Backup machen. Also das hat prinzipielle Gründe. Aber es ist ausgeschlossen, dass irgendeiner an euren Dateien rumfingert und da irgendwelche anderen Zahlen reinschreibt oder irgendwie sowas.
oder einfach nur auch liest, was da drin steht. Das Ganze verschlüsselt auch sehr gut. Also Vertraulichkeit ist auch sichergestellt. Ihr habt kein Problem, wenn euch ein Backup-Server oder eine Backup-Platte verloren geht, solange ihr es gerade in dem Moment nicht braucht. Open Source Software in Python. Also das Ding kann reviewed werden, wenn jemand da Lust drauf hat. Wäre es auch toll, wenn das jemand reviewen würde. Also ein paar Leute haben schon ein bisschen drauf geschaut, aber ich denke mal, wir sind alles nicht Krypto-Spezialisten und auch nicht Pentester oder irgendwas. Also wenn da jemand draufschauen könnte auf die Krypto, auf die Security von dem Projekt, das wäre sicher positiv. Python hat so als Grundeigenschaft aber zum Beispiel auch, dass da keine Buffer-Overflows gibt. Also mit dieser Art von Fehlern müsst ihr eigentlich nicht rechnen. Eine kleine Ausnahme sind natürlich diese 9% C-Code. Aber da das so recht übersichtlich ist, das sind ja nur 600, 700 Zeilen, ja, ist es wahrscheinlich relativ sicher, dass da nichts Schlimmes passiert. Zur sonstigen Sicherheit, das Ding ist recht robust designt. Also wenn der praktisch neue Daten in den Backup-Repository reinspeichert, dann versucht er in der Regel so Append-Only zu machen. Also er hängt Daten immer nur hinten ran. Also was er praktisch schon vorher gespeichert hatte, kann nicht plötzlich korrupt werden, weil da irgendwie ein Schreibvorgang abgebrochen wurde oder eine Internetverbindung abbrach oder irgendwie sowas. Und er macht auch Transaktionen. Also er macht ein paar Dinge und erst wenn er fertig ist, dann quasi wird es komplett in einen neuen Zustand überführt. Ansonsten habt ihr halt den letzten gültigen Zustand. Er macht auch alle 5 Minuten einen sogenannten Checkpoint. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Backup macht über eine langsame DSL-Upstream irgendwo und die Leitung bricht euch weg, dann verliert ihr nicht die Daten, was er die letzten 5 Stunden gesichert hatte, sondern wahrscheinlich nur halt das, was die letzten 4 Stunden, 55 Minuten, was die letzten 5 Minuten gesichert wurde, das könnt ihr vielleicht verlieren. Aber die knapp 5 Stunden, die bleiben euch erhalten. Eine kleine Zusatzbemerkung muss man machen. Es wird allerdings nur zwischen Dateien gecheckpointet. Also wenn ihr eine große Datei mit einem Terabyte habt, da wird, während die Datei gebackupt wird, leider kein Checkpoint momentan gemacht. Müsste man sich auch mal angucken, ob man das vielleicht besser machen kann. Aber solange eure Dateien nicht so wahnsinnig groß sind, ist es vielleicht auch ganz gut jetzt schon. Das Attic verwendet eine Library, wo MessagePack heißt. Ist vielleicht nicht so bekannt, aber JSON kennen wahrscheinlich die meisten. Mit JSON kann man ja einfach eine Datenstruktur einfach serialisieren. Und MessagePack ist sehr ähnlich, nur dass es mehr Binary ist. Ja, ich packe einfach eine Datenstruktur rein und das Ding serialisiert mir die. Da muss man natürlich beim Auspacken ein bisschen aufpassen, dass wenn da je einer rumgefingert dran hätte, dass das Ding nicht sagt, ja, jetzt kommen 4 Milliarden Integers oder so und dass mir dann der Speicher auf einmal explodiert. Also der Unpacker ist so gemacht, dass der genau weiß, aha, da können eh nur 10 Werte kommen. Und der akzeptiert es dann nicht, wenn da einer ansagt, dass jetzt 4 Milliarden oder so kommen. Also ich habe keine Memory-Denial-of-Service-Probleme. Zu den Crypto-Keys noch. Also das Ding macht auf Client-Seite Verschlüsselung, nicht erst auf dem Server. Also keine Daten verlassen euren Rechner ohne Verschlüsselung. Uns werden sowohl die Daten als auch die Metadaten verschlüsselt. Also man kann nicht in euer Backup reingucken und sehen, aha, die Datei heißt so, Directory-Namen oder irgendwas. Man sieht da rein gar nichts. Man sieht im Prinzip nur durchnummerierte Dateien mit fast gleicher Länge. Und oben ist so eine kleine Config-Datei drin, wo ein paar banale Sachen drinstehen, aber eigentlich nichts wirklich Interessantes. Es werden auch mehrere Keys angelegt für verschiedene Zwecke. Also der hat einen Key für die Krypto, ist AES. Der hat einen separaten Key für die Message Authentication Codes. Und er hat nochmal einen Key, was war das, ich glaube, für die ID-Hashes. Also der versucht sogar so Seiteneffekte zu vermeiden, dass wenn ich vielleicht den gleichen Key für verschiedene Dinge benutzen würde, und da wird irgendwas blöd laufen, dass man da Rückschlüsse ziehen könnte. Also selbst das wird vermieden, indem einfach getrennte Keys verwendet werden. Merkt ihr normalerweise nicht, weil ihr eigentlich nur eine Passphrase eingebt und mit der Passphrase werden dann entweder diese 3 Keys erzeugt oder es wird ein Key-File praktisch entschlüsselt. So ähnlich, also wie wenn ihr euren SSH-Key mit einer Passphrase aufschaltet.
Und man kann also entweder sagen, okay, ich will gar keinen Key haben, also ohne Verschlüsselung arbeiten. Das wird natürlich auch unterstützt. Das ist übrigens auch der Default, also ein bisschen aufpassen. Also wenn ihr Krypto haben wollt, müsst ihr sagen, dass ihr es haben wollt. Man kann sagen, Passphrase only. Dann wird aus der Passphrase mit PBKDF2 direkt praktisch ein Random Key erzeugt. Ist ein bisschen ungünstig, falls ihr irgendwie in einem Jahr später mal die Passphrase ändern wollt. Das würde dann nicht funktionieren. Deshalb ist die empfohlene Methode, dieses Passphrase Protected Key File zu verwenden. Dann könnt ihr euer Passphrase auch ändern und die Keys in dem Key File bleiben trotzdem gleich. Also ihr kennt vielleicht die Methode von Lux, da wird es auch so ähnlich gemacht. Da wird praktisch ein Key verschlüsselt in diesem Lux-Sektor abgespeichert und eure Passphrase könnt ihr austauschen. Zu der Krypto, die verwendet wird. Das sind also sogenannte AEAD-Ciphers, Authenticated Encryption Additional oder Associated Data. Also es besteht praktisch aus einem verschlüsselten Teil und einem Teil Daten, wo ich noch zusätzlich habe, die ich aber auch praktisch signieren will, dass mir keiner dran rumbastelt. Uns wird auch die empfohlene Reihenfolge verwendet, also erst verschlüsseln und dann praktisch die Prüfsumme drüber rechnen, also den Authentication Code, dass mir keiner an den Krypto-Bits rumspielt. Es werden zwei Hauptverfahren, also es ist immer AES 256, was verwendet wird. Das ist also bei AES die stärkere Bitstärke. Oft wird ja auch AES 128 verwendet, aber hier in diesem Tool eigentlich immer gleich das 256er. Also da braucht man sich so nach normalem Ermessen heutzutage keine Sorgen machen, dass es irgendwie gebrochen wird. Und der eine Modus ist GCM, also Galois Counter Mode. Das hat auch der Hanno vorhin ja erwähnt, dass das praktisch so einer der besten und fortschrittlichsten Modes ist. Mit einer kleinen Einschränkung, es gibt da so ein Paper, wo drin steht, dass wenn man einen Key generiert und es ganz, ganz unglücklich läuft, dann gibt es wohl da irgendwelche Vorbehalte. Aber sag mal so, das ist, wenn ich es recht gesehen habe, relativ unwahrscheinlich, dass dieser Fall eintritt. Aber es ist leider nicht so ganz Gold. Also streng genommen müsste man da eigentlich ein bisschen checken, wie der Key aussieht, ob das so einer ist oder nicht. G-Hash ist praktisch dieser Hash bzw. Message Authentication Code, der in diesem GCM-Verfahren verwendet wird. Der wird also auch einzeln wie eine Art MAC oder Hash verwendet. Der etwas altmodischere Cipher, was verwendet wird, ist AES im Counter-Mode. Und praktisch zusätzlich in dem zweiten Pass wird dann noch eine HMAC drüber gerechnet. Das ist praktisch halt, wenn man so ein AEAD-Cipher von Hand zusammenbaut, dass man halt erst Krypto macht und dann signiert. GCM macht das beides in einem Durchgang, ist also auch etwas schneller. Was mir sehr gut gefallen hat, ich habe mir den Source Code ein bisschen durchgeguckt und die Krypto hat eigentlich sehr gut ausgesehen. Also er hat nicht die Krypto selber gebaut, die kommt aus OpenSSL, also von daher ist da schon mal keine besondere Gefahr, sage ich mal, da. Also unter der Voraussetzung halt, dass AES in OpenSSL irgendwie richtig funktioniert. Aber er hat halt auch so Details beachtet, wie zum Beispiel, dass dieser Counter oder das ist gleichzeitig der Initialisierungsvektor, der darf sich im Counter-Mode natürlich nie wiederholen, ja, sonst hat man ein Problem. Und in dem Attic wird also der Counter praktisch nach dem Backup abgespeichert und beim nächsten Backup wird er praktisch dann weitergezählt. Also der fängt nicht wieder bei Null an. Also selbst solche Feinheiten sind eigentlich sehr gut beachtet worden. Er benutzt OpenSSL. Also von daher, wenn es da ein Problem gibt, ist man nicht alleine wenigstens. Und es wird auch gefixt. Ja. Ein anderer Effekt von OpenSSL ist natürlich, das ist eine C-Implementierung, also die ist recht schnell. Und zusätzlich, OpenSSL steuert auch eure Hardware-Krypto an, wenn ihr welche habt. Also wenn ihr zum Beispiel die Intel oder AMD-CPU so der letzten Jahre habt, dann wird also dieses AES-NI benutzt und auch dieses etwas komische Ding mit dieser Abkürzung. Das sind also zwei Sachen, die man beispielsweise für diesen Galois-Counter-Mode braucht, dass der halt effizient gerechnet werden kann. Und dann ist also diese Krypto auch nicht eine Bremse irgendwo, sondern ihr könnt die einfach einschalten und das Ding läuft immer noch fast genauso schnell. Also es sind zwei CPU-Instruktionen praktisch, wo das Ganze beschleunigen. Kompression, hatte ich vorhin drauf, gibt es auch noch.
Und sagen wir so, der Mode, der im originalen Attic implementiert ist, ist die normale zlib-Kompression aus der Python-Standardbibliothek. Wenn ihr das originale Attic ausprobiert, wundert euch nicht, das macht dann vielleicht ein bisschen so einen langsamen Eindruck. Das liegt daran, dass der einfach zlib-Kompress aufruft und nicht sagt, welcher Kompressionslevel. Und der Default ist halt Level 6, also schon eine relativ starke Kompression. Und wenn ihr da ein Terabyte Daten durchschiebt, dauert das halt seine Zeit. In den Modifikationen, was ich gemacht habe, kann man das alles einstellen. Und da kann man dann auch sagen, ja, also gar nicht komprimieren oder nur mit Level 1, dann geht es deutlich schneller. Also ist nur eine Frage eigentlich der Einstellungen. Was ich auch noch hinzugefügt habe, ist LZMA-Modus. Allerdings vorsichtig sein, da wird es noch langsamer. Also das lohnt sich nur dann, wenn ihr zum Beispiel über den DSL-Upstream halt eure Backups macht und wenn ihr praktisch auf Teufel komm raus halt das komprimieren wollt, weil ihr dann halt Übertragungszeit auf der DSL-Leitung spart. Aber nicht für lokale Backups verwenden, da ist das viel zu langsam. Dann habe ich noch vor einer Woche oder so eine Library entdeckt, die kommt irgendwie so aus dem wissenschaftlichen Bereich, dieses BLOSC, B-L-O-S-C. Und die hatten also doch eine recht interessante Ansage. Die haben also Faster Than Memcopy auf ihrer Homepage stehen. Also für die, die es nicht wissen, Memcopy ist praktisch so auf allerunterster Ebene. Ich will einfach ein paar Bytes im RAM von A nach B schieben, möglichst effizient mit der CPU. Also normalerweise denkt man, dass eine Kompression oder Dekompression dann nie schneller sein kann, weil die ja doch zusätzlich deutlich viel rechnen muss. Die haben das aber wirklich geschafft. Und denn ihr Problem war jetzt auch nicht, wir schreiben eine Kompressionslibrary, dass irgendwie der Datei auf der Platte kleiner wird, sondern denn ihr Problem war, wir haben da ganz viele Daten im RAM liegen und unser Bottleneck ist praktisch der Bus zwischen CPU und RAM. Also die wollten durch die Kompression praktisch diesen Bottleneck überwinden, um die Daten schneller in den Second-Level-Cache zu kriegen. Und also da merkt man schon mal, da geht es um andere Dinge, wie wenn ich jetzt ZIP nehme und irgendwas zusammenpacke. Und das Ding ist auch intern multithreaded, das kommt einem in Python natürlich entgegen, weil mit Python ist das mit Multi und so immer so ein bisschen ein Problem. Und die haben LZ4 implementiert, das ist so einer der nettesten, schnellen Kompressionsalgorithmen, die es gerade so gibt. Und damit kann man also selbst auf etwas älteren CPUs durchaus 400 Megabyte pro Sekunde durchjagen. Und das merkt man also auch, wenn man da interaktiv damit rumspielt, so mit der Standardbibliothek, das dauert halt so ein paar Sekunden. Und mit dem BLOSC-Zeug, da drücke ich auf Ändern, es macht FUP und ist fertig. Ja. Also ist deutlich schneller. Außer LZ4 gibt es auch noch LZ4HC, also wie High Compression. Das lässt sich dann halt ein kleines bisschen mehr Zeit, ist aber immer noch ziemlich schnell, komprimiert dafür besser. Und was sie auch drin haben, ist zlib, also das gleiche wie oben in der Standardbibliothek, nur halt eine schnellere Implementierung. So, zur Deduplizierung noch, da gibt es ja so verschiedene Ansätze und auch verschiedene Probleme. Wenn ihr zum Beispiel diese Rsync-Methode benutzt mit Hardlinks und so, dann habt ihr vielleicht festgestellt, wenn ihr eine virtuelle Maschine habt, also Windows oder whatever, ja, und ihr startet die einmal, dann ist sie halt immer gleich auf dem Backup wieder drauf, weil die Datei halt nicht mehr die gleiche war. Ja, und das sind dann immer gleich mal 20 GB, was da wieder weg sind. Und eigentlich hat man ja so die Vorstellung, okay, dass sich innerhalb der Datei nur so vielleicht ein Megabyte geändert hat und nicht alles. Und ist also in Attic kein Problem, damit kann man also auch solche VM-Images recht gut backuppen. Ein kleines Manko momentan noch ist, es gibt keinen Sparse-File-Support. Also wenn ihr quasi Löcher in der Datei habt, wo nur Nullen gelesen werden, dann würde das Attic momentan auch wirklich diese Nullen lesen und komprimieren und deduplizieren und erst dann wegspeichern. Und wenn ihr die Datei wieder zurückholt, würde das die Nullen auch wirklich euch auf die Platte schreiben. Also da noch ein bisschen vorsichtig sein, aber ich habe das mal im Issue-Tracker eingetragen und das nächste, was ich machen werde, ist Sparse-File zu implementieren, weil man nicht sonst als VM-Hoster wirklich ein Problem hat, wenn man nicht genug Plattenplatz für die ganzen Maschinen hat. Man kann sein, man macht ein Backup und man kriegt es nicht mehr drauf, weil es dann quasi aufgeblasen wird. Ja. Disk-Images, also einfach DEF-SDA oder SDB durchjagen geht, also es kann von Standard-In lesen und auch auf Standard-Out schreiben. Man kann auch Verzeichnisse renamen, also wenn ihr diese Rsync-Methode kennt und ihr stellt euch einfach mal vor, ich habe da so einen Bilderordner in meinem Home-Verzeichnis und ich nenne den jetzt einfach um auf Pictures.
wenn ihr diese Rsync-Methode benutzt, klatscht es euch den kompletten Ordner nochmal auf die Platte, weil es halt die Übereinstimmung der Dateinamen nicht mehr findet. Hat Eddie kein Problem, weil es nicht mit den Dateinamen arbeitet. Dann gibt es bei der Deduplizierung natürlich verschiedene Fälle. Es kann sein, dass ihr manche Daten einfach doppelt auf eurer Platte habt. Das wollt ihr dann vielleicht deduplizieren. Das wäre natürlich auch was, was man vielleicht aufräumen will, aber gut, wenn es das Backup-Programm wegdedupliziert, ist das natürlich auch eine feine Sache. Dann gibt es noch diese historische Deduplizierung. Also ich habe gestern ein Backup gemacht, ich mache heute nochmal eins. Da sind natürlich die meisten Daten immer noch die gleichen und können eigentlich wegdedupliziert werden. Ich will nur noch die Unterschiede mehr oder weniger speichern. Und ein dritter Fall, wenn ich verschiedene Maschinen backup und da ist immer ein Linux drauf und immer ein Windows drauf und oder sonst irgendwas, diese Betriebssystemanteile ist natürlich meistens auch immer irgendwie das Gleiche. Ja? Wenn ich da 5 Debian-Maschinen habe, der Betriebssystemteil ist im Prinzip immer der gleiche. Also auch das könnte ich quasi zwischen den Maschinen wegdeduplizieren. Irgendwie ist es gerade ein bisschen asynchron hier. Okay, ich muss glaube mal da direkt dran. Ah ja, so geht's besser. Ja, die Verbindung, da hat wohl gerade ein Problem, der hier zeigt was ganz anderes an. Ja, also wie die Deduplizierung funktioniert, ist auch recht interessant. Also der guckt nicht einfach nur, ist die komplette Datei gleich. Der guckt auch nicht, ist der Block das erste Megabyte und das zweite Megabyte und das dritte Megabyte irgendwie gleich, sondern was der macht, ist ein sogenanntes Content-Defined Chunking. Also ich habe praktisch einen Hash, einen sogenannten Rolling Hash, und der wird praktisch einfach mal in einer bestimmten Window-Größe ab Byte 0 berechnet und hat einen bestimmten Wert. Dann wird er ein Byte weitergeschoben, nochmal berechnet. Die Besonderheit an diesem Hash ist, das geht effizient, also ich muss nicht den kompletten Hash nochmal rechnen, ich muss nur das erste Byte rausrechnen und das nächste Byte reinrechnen, also es geht recht schnell. Und was dann gemacht wird, ist, der Hash hat also zum Beispiel 32 Bit und ich gucke mir einfach die unteren 16 Bit davon an und die nehmen dann halt irgendwelche Hash-Werte an, so mehr oder weniger zufällig halt, je nach Daten. Und da wird dann einfach bei so einem Trigger gesetzt, wenn die unteren 16 Bit 0 sind, dann schneide ich quasi. Und deshalb tut er praktisch das Zeug so zerhacken, wie es der Inhalt quasi diktiert. Und wenn ihr also den gleichen Inhalt praktisch in einer anderen Datei, in einem anderen Offset habt, würde der da genauso hacken. Ja. Und dadurch entstehen dann praktisch Brocken, die dann gleiche Länge und gleichen Inhalt haben, gleichen Hashwert haben und die dann dadurch dedupliziert werden. Also das ist ein besseres Verfahren, wie dieses einfach nur auf die Gesamtdatei schauen. Nennt sich BuzzHash, kannte ich vorher auch nicht, könnt ihr in der Wikipedia mal nachgucken. Das ist also ein effizienter Hash, wo auch mit wenig komplizierten CPU-Instruktionen zu implementieren ist. Und wie viele Bits ich da angucke, kann ich natürlich variieren. Wenn ich 16-Bit angucke, 2 hoch 16 sind 64K. Das wäre dann quasi so statistisch immer ein 64K-Happen. Kann mal mehr, mal weniger sein, hängt halt vom Inhalt ab. Ich definiere dann auch eine kleine Minimal- und eine Maximalgröße, dass man nicht zu klein und nicht zu groß wird. Aber da kriege ich beispielsweise ein Stückchen raus. Ich könnte auch 20-Bit nehmen, dann hätte ich zum Beispiel ein Megabyte große Happen im Schnitt. Was man vermeiden will, ist, dass man den Hash immer gleich rechnet, also auf verschiedenen Maschinen, in verschiedenen Backups. Deshalb wird der Hash gesiedet. Das ist praktisch wie diese drei Keys sind, die auch in diesem Key-File-ischen Seed drin, dass nicht jemand praktisch an der Länge der Stückchen erkennen kann, was ich da gerade gebackupt habe. Sonst könnt ihr ja zum Beispiel irgendwie mal gucken, irgendeinen Film, wo ihr vielleicht selber besitzt, was das für Stückchen ergibt und mal gucken, ob ähnlich lange Stückchen in eurem Backup drin liegen. Dann wisst ihr, aha, ihr habt den Film auch. Ja. Diese Stückchen, also diese Chunks, werden dann abgespeichert. Und was er dann macht fürs Abspeichern, ist da einfach so einen kryptografischen, richtigen Hash zu berechnen, also SHA-256 zum Beispiel. Oder wenn er einen Key hat, rechnet er sogar eine MAC aus, also wo quasi gleichzeitig nochmal signiert
Und unter dieser ID wird es dann in diesen Key-Value-Store reingespeichert, also dieses eine Stückchen. So, momentaner Zustand von dem Projekt ist, dass es so im Prinzip funktioniert. Also ich habe es schon einige Male ausprobiert. Es gibt dann also keine größeren Fail-Funktionen, aber halt ein bisschen vorsichtig sein. Das Ding ist noch als Beta deklariert, also testet es vielleicht einfach selber. Insbesondere gilt natürlich der Hinweis auf den neuesten, tollsten Code aus Git. Da kann sich natürlich durchaus mal was ändern. Also wenn ich da irgendwas Neues einbaue und mir fällt 30 Tage später ein besseres Verfahren ein, dann ändere ich das einfach. Also ich mache jetzt keinen Support von Git Version X nach Git Version Y, dass es immer super kompatibel ist. Ja. Er versucht natürlich zu den alten Versionen, also zu den Releases kompatibel zu sein, aber jetzt nicht von heute auf morgen oder so. Also da bitte testen, aber bitte vorsichtig sein, vor allem wenn ihr die Backups in 3 Jahren auch noch lesen können wollt. Die letzte Release ist vom Dezember 0.14. Bitte nichts Älteres benutzen, also in Debian, Ubuntu und Arch und whatever hat es teilweise 0.10, 0.11 und so weiter drin, aber die haben halt bekannte Fehler. Also 0.14 ist so die neueste Release und das ist also das Minimum, was ihr benutzen solltet. Selbst in der 0.14 hat so kleine Problemchen noch drin. Also von daher mindestens die oder vielleicht sogar was aus Git. Zu den Repositories ist also alles auf GitHub. Der Originalautor heißt Jonas Borgström, also J. Borg auf Git. Und er hat ein Repository Attic, also da liegt der offizielle Master Repository. Das Problem ist gerade, Jonas hat gerade Nachwuchs gekriegt, 2 kleine Babys, also der kommt gerade irgendwie zu nichts. Und deshalb stapeln sich da gerade so etwas die Pull-Requests und die Tickets und so weiter. Und ich habe deshalb einfach mal ein zweites Repo gemacht, auch im Hinblick auf mehr Kollaboration. Also ich habe eine Ethic Organization gemacht bei GitHub und dort gibt es ein Merge-Repository. Und das ist so über 100 Commits schon weiter wie der Master. Und da sind also diese ganzen tollen neuen Features, was ihr noch sehen werdet, drin. Wichtig ist, in diesem Merge-Repo der Master ist genau das gleiche wie beim Originalautor. Also nicht wundern, wenn sich das nicht anders verhält. Was ihr benutzen wollt oder testen wollt, ist also der Merge-Branch. Da sind nur konservative Merges drin. Also wenn ich irgendeinen Bug gefixt habe oder Doku gemerged habe oder irgendwas, ist es in Merge drin. Also da sollte eigentlich nichts passieren, wenn ihr das benutzt. Im Gegenteil, da habt ihr wahrscheinlich weniger Bugs wie im Original. Merge All ist nicht konservativ, da sind also auch neue Funktionen drin, die vielleicht aber auch ganz nett sind. Ich habe gerade erzählt, also das ist gerade ein bisschen so ein Problem in dem Hauptprojekt, gibt es so ein bisschen so ein Busfaktor-Problem, der Hauptautor hat gerade keine Zeit und man weiß es auch nicht so gerade, wann er wieder Zeit haben wird. Ich habe dann gedacht, dass es mit dieser Organisation eine ganz nette Idee ist, weil es gab einige Pull-Requests auch von anderen Leuten, nicht nur von mir. Und ich habe da dann so ein Issue aufgemacht, so von wegen, ja, mehr Kollaboration ermöglichen und so weiter. Könnt ihr euch ja mal selber durchlesen, ist die Nummer 217. Der Originalautor hat sich da aber so ein bisschen nicht so arg begeistert geäußert. Er hat gemeint, er schreibt lieber den ganzen Code selber, als jetzt irgendwie Code-Review zu machen und Pull-Requests zu mergen. Also das wird man dann noch sehen müssen. Ich will das jetzt nicht überstürzen, aber ich denke mal, entweder wir kommen dann alle mal zusammen und machen das gemeinsam weiter oder ich folge das Ding halt und mache es dann halt mein Ding weiter. Also lieber wäre es natürlich, wenn das gemeinsam weiter ginge, weil der Code, den er da gemacht hat, ist ja sehr gut. So die Ziele in nächster Zukunft ist halt die Skalierbarkeit vielleicht noch ein bisschen zu verbessern. Wenn ihr den Originalcode nehmt, kann es momentan sein, dass es, wenn ihr extrem viele Dateien oder extrem viele Chunks habt, dass dann der Speicherverbrauch relativ hoch ist. Das kann dann ein Problem sein, wenn eure Maschine so ein bisschen asymmetrisch ist, sage ich jetzt mal, also kleine CPU, aber Terabytes an Speicher dran, dann kann es manchmal Probleme geben. Zuverlässigkeit natürlich auch immer, Security vielleicht auch noch verbessern, vielleicht gibt es da mal ein Review oder sowas. Das Ding arbeitet momentan im Push-Modus. Das hat natürlich auch so seine prinzipiellen Probleme.
Vielleicht will man irgendwann mal einen Pull-Modus haben, also dass der Backup-Server die Backups zieht von der Produktionsmaschine. Oder zumindest so ein Modus, wo ich sagen kann, ich kann nur Backups hinzufügen, ich kann keine Backups löschen. Stellt euch einfach vor, eure Produktionsmaschine wird gehackt und die pusht normalerweise die Backups auf den Backup-Server, wo das Ding hackt, könnt ihr natürlich auch sagen, löscht die Backups und dann habt ihr weder Produktion noch Backup mehr. Man kann es umgehen, wenn man vielleicht Snapshots auf dem Backup-Server macht oder sowas, aber ja, das kann man vielleicht noch ein bisschen verbessern. Dann, wie schon erwähnt, Sparse-Files will man natürlich supporten. Vielleicht noch etwas besseres Logging, besseres Exception-Handling, diverse Backends noch, vielleicht für diverse Cloud-Storages. Ihr habt ja kein Problem, das in die Cloud zu speichern. Das ist alles sehr gut verschlüsselt, also kann man hinspeichern eigentlich, wo man will. Andere Plattformen vielleicht noch zumindest mal testen oder halt bei Windows vielleicht auch den fehlenden Code noch schreiben und was euch sonst noch so einfällt. Generell, ihr könnt helfen, also einfach das Ding mal ausprobieren, vor allem wenn ihr irgendwo Terabytes an Daten und Terabytes an Storage-Platz habt. Das hat nicht jeder Developer, also wenn ihr große Datenmengen habt, lasst es einfach mal laufen. Auf GitHub halt Bugs einwerfen, Feature-Requests einwerfen, wenn in der Doku irgendwas findet, Doku verbessern, Code beisteuern, weitersagen, wenn es euch gefällt. Und wenn ihr irgendwie Packages für Debian, Ubuntu, sonst was machen könnt, wo es noch keins gibt, vielleicht auch Packages machen. Link nochmal, Original-Homepage attic-backup.org. Auf GitHub in der Attic-Organisation liegt also das noch inoffizielle Zeug drin. Auf Freenode gibt es einen IRC-Chat-Kanal. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt, können wir jetzt direkt noch eine Fragerunde machen. Ich habe danach aber auch noch so ein bisschen Demo und Workshop. Also wenn ihr euren Laptop zur Hand habt, könnt ihr auch gleich das ausprobieren. Machen wir vielleicht erstmal die Fragerunde. Wenn ihr was habt, einfach fragen. Hallo, bei der Krypto, du hast gesagt, der Counter wird gespeichert von AES. Ja. Wird er auch integritätsgesichert? Nochmal, wo wird er gesichert? Wird er auch integritätsgesichert? Also wird in irgendeiner Form gesichert, dass wenn sich dieser Counter unautorisiert verändert, dass das dann erkannt wird? Ja, ich glaube, der ist in diesem sogenannten Repository-Manifest drin und das wird wie jedes andere Datenhäppchen auch in diesen Key-Value-Store reingespeichert und wie üblich eine Prüfsumme und so gerechnet. Also soweit ich mich erinnern kann, ja, aber wir können es nochmal gucken auch. Mich würde interessieren, wie das ist, wenn so ein Bit flippt, dann geht doch meistens auch dadurch, dass man Komprimierung einsetzt, gleich der ganze Chunk kaputt. Oder ist es nicht immer so? Spielt im Prinzip keine Rolle. Er sagt Integrity Error und lässt's. Also sobald wir irgendwo Datenmodifikationen haben, gibt es also da eine Fehlermeldung. Und dann würde man wahrscheinlich einfach das Backup vorher nehmen. Weil man weiß dann im Prinzip nicht genau, ist da jetzt ein Bit geflippt oder hat mir da jemand einen kompletten Chunk ausgetauscht oder was auch immer. Ja. Also, wobei da müsste man vielleicht auch nochmal genauer checken, ob man das irgendwie noch so ein bisschen optimieren kann. Ich glaube, momentan bricht es einfach ab und sagt Integrity Error. Vielleicht könnte man das natürlich so machen, dass man alle Dateien, die danach kein Integrity Error haben oder alle Chunks, dass man die doch auch wieder haben kann und dass es halt nur in diesem einen Block dann halt irgendwie halt, was weiß ich, Nullen reinspeichert. Es gibt übrigens eine Attic-Check-Operation, wo auch versucht, ein Repository zu fixen. Also ich denke mal, wenn der irgendwo einen Integrity-Error findet, ich glaube, ich habe da Code gesehen, dass er einfach Nullen reinspeichert und dadurch den Fehler praktisch behebt, dann würde man das Archiv ganz normal wieder herstellen können. Noch Fragen? Ja. Ich habe eine Frage. Du machst halt ein Backup von einem Verzeichnis in ein anderes. Das ist filebasiert, ne? Ja. Es gibt da keine Datenbank. Das heißt, ich habe ein Verzeichnis, das wird in ein anderes gebackupt. Wenn ich jetzt zum Beispiel von dem System halt vom Wurzelknoten aus ein Backup abwärts machen will, will aber halt nicht das ganze System sichern, sondern will nur bestimmte Verzeichnisse, will ich das so machen, dass ich dann sage, mach ein Backup vom gesamten System,
aber mach nur, sind alle Dateien ausgeschlossen, außer die, die inkludiert sind. Dann gibt es irgendeine Include-Datei, da stehen dann bestimmte drin, also dass ich quasi auch immer die relativen Pfade habe, weißt du? Man kann Excludes machen. Ich kann auch sagen, irgendwie sowas One-File-System oder sowas ähnliches, das geht glaube ich auch. Mit relativen Pfaden, da gibt es noch so ein kleines Manko, oder ich weiß nicht, vielleicht ist da ein Feature, müssen wir mal den Originalautor fragen. Also wenn man zum Beispiel was unter MNT gemountet hat und man sagt, man will das Backup, dann hat man nachher im Backup die kompletten Pfade erstmal drinstehen. Man kann aber beim Restore sagen, stripp mir zwei Ebenen wieder weg und dann habe ich wieder das, was ich vielleicht dann sehen wollte. Es ist aber nicht so, dass er sofort das strippt und nur die relativen Pfade abspeichert. Okay, danke. Aber man kann es beim Restore dann machen. Kann man dann auch mehrere Versionen vorhalten, so bei R-Snapshot, oder ist es tatsächlich nur also man kann so viele Backups machen, wie man will. Und er dedupliziert die halt automatisch. Also das wird man auch nachher sehen. Nur das erste Backup ist so richtig aufwendig. Ja, alle Folge-Backups gehen dann ziemlich schnell und locker. Okay, also man hat die gleiche Funktion mit diesen Hardlinks wie bei R-Snapshot auch. Ja, sogar noch besser eigentlich wie bei diesen Tools, weil die Deduplizierung halt besser funktioniert. Mhm. Und auch VM-Images und so nicht so ein großes Problem sind. Also ich kenne das von RDF Backup jetzt zum Beispiel so, dass immer die aktuellste Version von dem Backup, die liegt tatsächlich einfach als Datei im Verzeichnisbaum und die älteren Versionen sind dann Diffs davon. Ja. Ja, Das ist nicht so toll, wenn du weit in die Vergangenheit willst, dann rechnet der halt tierisch rum. Das ist richtig, aber da ist natürlich der Charme dabei ist halt, du kannst eben auf die letzte Version vom Backup, weil das ist ja in der Regel die interessanteste, auf die man dann zugreifen will im Restore, auf die kann man dann einfach mit dem Dateimanager zugreifen. Das heißt, man bindet sein Backup-Medium eben ein und zieht sich halt die Files vielleicht drüber. Das ist dann, muss man nicht den Weg gehen über das Backup-Tool. Ne? Hier habe ich jetzt so verstanden, du hast quasi alles als, also die Daten liegen nicht irgendwie. Du kommst an die Daten immer nur über das Tool dran, ne? Jein, also es gibt, wie gesagt, diesen Fuse-Modus, der ist natürlich aber irgendwo auch Teil des Tools, wenn man so will. Ja, aber ich kann sagen, Attic, Mount, so und so. Und dann kann ich quasi das Backup-Archiv mounten und es sieht dann aus, wie wenn es lauter einzelne Dateien und Verzeichnisse wären. Und ich kann mit einem ganz normalen File-Manager dann arbeiten, aber ich brauche halt diesen Fuse-Teil von Attic dazu. Ich kann nicht direkt in das Backup reingehen und mir da Dateien rausziehen, das geht nicht. Ja, ja. Klar, aber ich kann es aber so transparent quasi wieder darstellen, dass ich auch mit normalen Dateioperationen halt auf das Backup zugreifen kann oder auf die letzte Version dann. Ja, nee, auf alle mit Fuse. Das geht ohne Probleme. Okay. Okay, also wenn sonst nichts ist, das ist so der Talk erstmal gewesen. Ich habe jetzt noch so ein bisschen Demo-Workshop. Wie liegt man denn in der Zeit? 22:12. Also ich glaube, danach ist ja nichts mehr, oder? Also ich würde sagen, wer es eilig hat, kann gehen. Wer noch einen Workshop und eine Demo sehen will, kann bleiben. Die Installation ist natürlich, so wie ich vorhin gesagt habe, jetzt ein bisschen schwierig. Ja. Ich habe ja gesagt, da gibt es diese Release und diese alten Linux-Pakete. Also das Einfachste, was ihr machen könnt, ist natürlich einfach sagen, apt-get install Attic. Dann habt ihr irgendein Attic auf der Platte, wahrscheinlich Version 0.13, vielleicht auch 0.14, je nachdem, wie frisch euer Debian oder Ubuntu ist. Ihr könnt auch die Binary-Releases von der Homepage nehmen. Das sind also diese C-Anteile und dieses Cython-Zeug ist da praktisch vorkompiliert und ihr braucht euch das im Prinzip nur runterladen und irgendwie in ein Verzeichnis auspacken, dann habt ihr quasi alles, was da dafür benötigt wird. Also das ist so die einfachste Methode, wie man es irgendwie zum Laufen kriegt. Ich will euch jetzt aber eigentlich die etwas schwierigere Methode zeigen, weil ihr dann halt wirklich mit dem aktuellen Code aus dem Git arbeiten könnt. Wir brauchen so ein paar Sachen halt als Grundlage. Also ich habe ja schon erwähnt, Python 3.x und x sollte größer gleich 2 sein, aber sagen wir so, ältere hat man normalerweise eh nicht mehr. Nehmt einfach also das Neueste, was ihr einfach kriegen könnt. 3.3 wäre nett, muss aber nicht unbedingt sein. Die Development Headers, weil wir halt so diverses C-Zeug durch den Compiler jagen wollen, was auch mit Python redet. Also daher dieses Minus-Dev-Paket.
Und Python pip. Pip ist so ein Package Manager, dass ich einfach sagen kann, pip install so und so. Und dann installiert er mir Python-Pakete. Dann OpenSSL braucht ihr mindestens Version 1.0.0, also keine Antiquitäten. Und weil es halt auch durch den Compiler gejagt wird, libssl dev, das sind also diese C-Header-Files für OpenSSL. Dann ACL-Support ist ja im ATTIC drin, also Access Control Lists. Deshalb halt libacl1-dev. Und ich glaube, das zieht sogar automatisch dann die libacl1 auch drauf. Falls nicht, müsst ihr es halt beides eingeben. Wenn ihr noch gar keinen Compiler oder Make oder sonst was jemals benutzt habt auf eurem Gerät, halt auch vielleicht noch sowas wie Build Essentials installieren, dass ihr also ein GCC habt, dass ihr ein Make habt und so die übliche Grundausstattung. Wenn ihr, das ist jetzt optional, wenn ihr dieses Fuse benutzen wollt, also dass ihr einfach so ein Backup mounten könnt und da dateiweise rauskopieren könnt, dann braucht ihr dieses Low-Level-Fuse-Binding für Python 3, also Python 3-LL-Fuse. Und natürlich das Fuse an sich auch. Und wenn ihr die Unit-Tests laufen lassen wollt, dann noch Fake-Root. Kurze Frage, versucht es jemand jetzt parallel mitzumachen? Ja? Dann können wir es vielleicht gleich mal ausprobieren, weil ich hatte es mehr so aus der Doku und aus dem Kopf zusammengeschrieben, aber ich denke mal, ich habe alles. Also ist jetzt natürlich nicht ganz so bequem, wie jetzt mit apt-get-install das alte Paket draufzuziehen. Aber dafür könnt ihr dann halt auch, wenn ihr irgendwelche Bugs fixen wollt oder die neuen Features ausprobieren wollt, würde das dann halt auch funktionieren. Da ist übrigens auch in der Original-Doku so mehr oder weniger drin, allerdings so leider so ein bisschen verstreut, nicht ganz so kompakt, wie ich es jetzt hier beschrieben habe. Das ist eine gute Idee, vielleicht ja. Ach so, ja, die Frage war, ob apt-get build dep attic, ob das nicht sinnvoller wäre. Ja, also ich denke mal, die Dependencies, wo 0.14 hatte, die reichen auch für den aktuellen Git-Code. So mehr oder weniger zumindest kann man sich ein paar Sachen sparen, ja. Also apt-get build dep attic. Wobei ich könnte vermuten, dass das Fake-Root vielleicht dann nicht dabei ist, weil man das nur zum Unit-Testing braucht. Das könnte vielleicht passieren, ja. Sphinx ist für die Doku, muss man haben oder auch nicht. Ja. Also wenn du die Doku nicht selber bauen willst, brauchst du nicht. Ja. Noch jemand am Tippen oder kann ich weiterdrücken? Okay. Dann die allereinfachste Methode ist halt, das System weit zu installieren. Dann sage ich einfach sudo pip install. Dann lädt sich das Attic-Paket von PyPy runter, also nicht von Debian oder Ubuntu, sondern von diesem Python Package Index und würde dann einfach die Version 0.14 bauen, also die neueste Release. Je nach System, wo ihr habt, kann auch sein, dass ihr pip 3 sagen müsst, um die Python 3 Version von pip aufzurufen. Das habe ich gemerkt, ist wohl ein bisschen unterschiedlich. Also damit kriegt ihr den Originalcode, so wie letzte Release halt. Wenn ihr das Zeug aus Git verwenden wollt, wird es ein bisschen komplizierter. Dann müsst ihr euch halt ein Verzeichnis machen, das Git-Repo reinklonen, also Attic-Organisation und dann merge.git. Wichtig ist, dann nicht vergessen, den Branch zu wechseln, weil sonst kriegt ihr halt einen ganz normalen Release-Code und wundert euch, dass das alles gleich ist. Wenn ihr es konservativ haben wollt, keine neuen Features, lieber nur die Bugfixes, dann halt nicht Merge All nehmen, sondern nur Merge. Die nächste Zeile mit diesem apt-get install Python virtualenv ist dazu gut. Python virtualenv ist quasi so ein Tool, was so ein Verzeichnis macht mit so einer Minimalumgebung für Python, wo man praktisch seine Dependencies für ein bestimmtes Paket in dieses Verzeichnis rein installiert, ohne dass man die jetzt systemweit installieren muss.
Das ist ja auch nett, wenn man verschiedene Sachen hat, wo das eine Bibliothek in Version X braucht und das andere braucht die gleiche Bibliothek in Version Y. Dann kann man das schön auseinanderhalten. Also ist keine komplette virtuelle Maschine, sondern nur so ein paar Hacks praktisch, um das entsprechend hinzubiegen. Und dann sagt man halt virtualenv minus minus Python gleich Python 3. Also dem halt explizit sagen, er soll bitte Python 3 in dieses Virtual Environment reinbauen, nicht Python 2.7 vielleicht, wie es standardmäßig machen würde. Und das env dahinter, das ist dann das Verzeichnis, das er erzeugt, wo er dann dieses Python und die ganzen Dependencies rein installiert. Dann source env-bin activate. Source heißt ja praktisch, nimm diese Datei, die ich sage, und lese sie quasi in die Bash so rein, wie wenn ich das alles eingetippt hätte. Also die gleiche Bash bleibt laufen, er macht keine neue, aber liest halt praktisch dieses Skript ein. Da werden halt verschiedene Pfade umgesetzt, Python Path neu definiert und man sieht dann auch, der Prompt ändert sich und man sieht dann, aha, ich bin jetzt in diesem Virtual Env drin. Und das ist auch wichtig, wenn ihr dann später das Attic nochmal benutzen wollt, müsst ihr dieses Environment natürlich aktivieren, weil sonst fehlt dem Attic diese ganzen Dependencies, die es halt hat. Dann in das Repository Work Directory reinwechseln, also wenn das genauso eingetippt hat, heißt das Ding dann Merge. Da reingehen, also in den Checkout und dann Cython noch installieren. Cython ist, wie gesagt, was, das man relativ komfortabel programmieren kann, so Glue-Code Richtung C. Ja, richtig, ja, stimmt, das muss man umsortieren. Ja, also das CD-Merge gehört eigentlich weiter oben hin. Also Cython noch installieren. Dann, falls ihr die Unit-Tests laufen lassen wollt, Tox. Tox ist ein sehr beliebtes Python-Unit-Testing-Tool. In Tox kann ich einfach sagen, okay, ich würde gern testen Python 3.2, Python 3.3, Python 3.4. Und das schreibe ich in so eine Kontrolldatei rein, tox.ini. Und dann sage ich einfach im Prinzip nur noch Tox und Enter. Und der spielt mir diese ganzen Tests mit jeder Python-Version durch und sagt mir am Schluss, ob alles funktioniert hat. Also ist etwas weniger mühsam, wie wenn ich das von Hand mache. Das Tool braucht er aber nur, wenn er die Unit-Tests laufen lassen wollt. Das braucht er nicht, wenn er normal nur Attic benutzen wollt. Und dann der wichtigste Befehl ist pip install minus minus process dependency links. Das ist, dass er sich das Blosk aus dem Git-Repo von dem Projekt holt, nicht die letzte Release, die reicht leider nicht ganz. Und minus e Punkt heißt einfach, dieses Projekt, wo ich gerade in dem Checkout drin bin, das bitte installieren. Und zwar installiert er das so, dass ich in dem Git-Repo ganz normal den Code editieren kann und dass der Code nicht irgendwo anders in dieses Environment rein kopiert wird. Also der macht quasi in das Environment nur einen Verweis auf mein Work Directory, dass ich quasi das editierbar habe. Ja. Und wenn ich dann einen Fehler finde, gleich einen Commit draus machen kann und nicht irgendwie an zwei Stellen arbeiten muss. Ja, wenn ihr es ausprobieren wollt, ob das Ganze funktioniert hat, könnt ihr fake-root-u-tox machen. Das führt also, wie gesagt, gerade diese Unit-Tests aus. Dauert dann ein paar Minuten und wenn am Schluss dann halt dreimal grün steht, alles hat geklappt, dann ist es okay. So, das war jetzt alles ein bisschen kompliziert. Zum Glück ist das Tool an sich nicht so kompliziert. Also wenn ihr ein Repository machen wollt, also Repository im Sinne von Attic ist einfach eine Stelle, wo ihr eure Backups hinspeichert. Eigentlich nur ein Verzeichnis, wo halt so eine Init-Datei drin ist, wo so ein paar Kontrollinformationen drinstehen. Also ihr sagt einfach Attic Init, gebt einen Pfad an und ab da habt ihr genau an der Stelle einen Backup-Speicher. Wenn man dann ein Backup erzeugen will, halt mit Attic Create, genau den gleichen Pfad wieder angeben, dann zwei Doppelpunkte und dann könnt ihr euch irgendeinen Namen ausdenken, wie euer Backup heißen soll. Also ich habe es jetzt hier einfach mal First, Second, Third genannt. Ihr könnt auch einfach mit Date euch was aus dem aktuellen Datum und Uhrzeit zusammenbasteln. Da wisst ihr auch immer genau, wann das war. Vielleicht noch den Hostname mit reinnehmen. Irgendwie sowas, dass er halt wiedererkennt, was das Ganze war. Er tut das Datum übrigens auch nochmal extra erfassen. Also das ist nicht zwingend, dass das Datum irgendwie mit drin steht. Und der dritte Parameter ist dann halt natürlich das, was ihr backuppen wollt. Ich habe hier einfach mal mein Desktop-Verzeichnis genommen. Also normalerweise wäre das halt Home oder was auch immer ihr backuppen wollt.
Wenn das natürlich Dateien hat, wo ihr mit euren Rechten nicht rankommt, ist klar, dann müsst ihr es natürlich als Root laufen lassen. Ja, sonst könnt ihr die Datei nicht lesen. Also so in dieser Form ohne sudo natürlich nur innerhalb von eurem Home-Verzeichnis. Wenn ihr das so abdrückt, dauert es, ja. Ich habe das jetzt gerade mal spaßhalber gemacht und er sagt auch spontan schon, dass ich ohne Encryption arbeiten würde jetzt. Ja. Und dass ich das doch bitte als Kommandozeilenoption mit übergeben will. Encryption ja. Gleich Passphrase. Ja. Achso, er sagt dann nur gleich Passphrase. Hat trotzdem geklappt. Er will nicht die Passphrase haben, er will nur Passphrase oder Keyfile. Das ist nur rein informativ. Der hat trotzdem ein Backup gemacht, aber der weist halt darauf hin, dass das ganze Zeug jetzt unencrypted im Backup rumliegt. Ja. Das ist nur informativ, das ist also kein fataler Fehler oder so. Das ist nur ein Hinweis quasi. Müsste man vielleicht auch nochmal überlegen, ob man diesen Default vielleicht ändern will, dass Encryption Default ist und dass man sagen muss, wenn man es nicht encrypted haben will. Aber gut, das ist vielleicht Geschmackssache dann. Du hast wahrscheinlich gerade gemerkt, das hat im Prinzip außer diesen Warnings gar nichts gesagt. Wenn man ein bisschen mehr Infos haben will, kann man mit diesem Merge-All-Code dann auch sagen, --progress, --stats, und dann zeigt er halt so ein bisschen seinen Fortschritt an und am Schluss zeigt er eine Statistik an, wie viel er komprimiert hat, wie viel er dedupliziert hat und so weiter. Und wenn man es noch genauer haben will, das übliche -v oder --verbose, dann kriegt man also wirklich eine Liste mit jeder einzelnen Datei und vorne links noch ein Buchstabe, ob die jetzt unverändert war oder modifiziert war oder ob es ein Symlink war oder ein Device-File oder was auch immer. Das habe ich deshalb gemacht, dass man mit grep dann arbeiten kann und sich mit grep die Sachen rausholen kann, wo einen wirklich interessieren. Ich mache das vielleicht gerade mal. Also wie gesagt, init erstmal, um das Repo anzulegen. Das ist dieser informative Hinweis, dass halt das jetzt ohne Verschlüsselung ist. So, und wenn man den init hat, macht mal sein erstes Backup dann mit create. Gibt dem Ding irgendeinen Namen und sagt halt dann, was man backupen will, zum Beispiel das aktuelle Verzeichnis. Diesen Cache macht er nur das erste Mal und das war es jetzt auch schon. Ich habe jetzt also gerade den Source Code vom Attic gebackupt. Man sieht, es geht relativ schnell, aber man hat nichts gesehen. Ich mache jetzt nochmal ein neues Backup und sage mal Verbose Mode. Da sieht man, dann wird es deutlich gesprächiger. Und U heißt halt jetzt zum Beispiel Unchanged. Ja. D heißt Directory und so weiter. Und man hat es natürlich gesehen, die meisten Dateien haben sich jetzt nicht geändert in dieser einen Sekunde, wo ich gewartet habe mit dem zweiten Backup. Ich mache mal diesen Statistik-Mode noch dazu. Achso, ja, man muss natürlich einen neuen Namen nehmen, klar. Und jetzt sieht man zum Beispiel schon mal den ersten interessanten Effekt hier. Also das ist die Summe aller drei Backups, die ich gemacht habe, wie viel es eigentlich hätte verbrauchen müssen. Das ist die Kompression, die ich nicht verwendet habe. Und das hier ist die deduplizierte Größe. Man sieht, das ist schon deutlich kleiner, weil das halt immer das Gleiche war, was ich gebackupt habe. Und die obere Zeile ist das aktuelle Backup, also es hat gerade nur 140 Kilobyte hinzugefügt, weil sich halt gar nichts geändert hat. Also es sind nur so ein paar kleine Metadaten. Also der hat aus 68 Megabyte vom letzten Backup hat er 100 Kilobyte gemacht. So, dann gibt es natürlich Befehle, um ein Repository aufzulisten. Also diese oberste Kommandozeile listet mir einfach meine Backups auf, die ich gemacht habe, also diese sogenannten Archive. Und wenn ich dann weiß, wie das Archiv heißt, das ich sehen will, dann sage ich einfach halt mit Doppelpunkt, Doppelpunkt Archivname und dann listet er mir das komplette Archiv auf, was da alles für Dateien drin sind. Oder ich kann natürlich auspacken mit Extract, gebe ich einfach den Archivname an. Ich kann als dritten Parameter noch natürlich angeben, was ich genau extrahieren will. Wenn ich nichts angebe, packt er mir einfach komplett alles aus. Wichtig ist, man sollte vorher
ein Verzeichnis machen, wo man das Zeug hinpacken will, weil er packt es einfach immer ins aktuelle Verzeichnis aus. Das ist auch noch ein Ticket, was offen ist, dass man ein Zielverzeichnis angeben kann. Also ist kein Problem, man kann ja immer dorthin wechseln, wo man es haben will, aber vielleicht für Scripting sollte man das noch haben. Wenn man nicht wirklich auspacken will, sondern einfach nur mal testen will, ob das tun würde, sagt man einfach minus minus dry run. Dann tut er praktisch alles, was er auch beim Extrahieren tun würde, aber er schreibt es halt nicht wirklich auf Platte. Ist gut, wenn man wissen will, ob sein Restore überhaupt funktionieren würde. Man kann auch so ein Repo-Check ab und zu mal machen. Da macht er praktisch über das komplette Repository einen Konsistenz-Check und guckt, ob diese ganzen Macs und so weiter alles noch stimmen. Ethic Info gibt so ein bisschen Statistik aus, also so wie vorhin am Schluss vom Backup, dass er halt sagt, insgesamt die Größe, wie viel komprimiert, wie viel dedupliziert und so weiter. Man kann Backups auch löschen. Insbesondere kann man auch das erste Backup und das letzte Backup löschen, also ist nicht so wie vorhin erwähnt, dass der irgendwelche Rückwärtsdifferenzen oder Vorwärtsdifferenzen irgendwie rechnet. Jedes Backup ist für sich genommen selbstständig. Also ich kann alles löschen, was ich will, solange ich das noch übrig habe, was ich übrig haben will, habe ich kein Problem. Also es gibt kein Vollbackup und kein inkrementelles Backup, es ist quasi jedes logisch vollständig. Die letzte Zeit ist natürlich etwas mit Vorsicht zu genießen, das löscht das komplette Repo. Der fragt auch nochmal, ob man das wirklich ernst meint, aber wenn man dann halt ja sagt, sind dann halt alle Archive in diesem Repo weg. Das war bis vor kurzem nicht implementiert, wahrscheinlich genau aus diesem Grund, aber ich habe gedacht, sollte man vielleicht trotzdem anbieten. Aber halt da überlegen, ob man das haben will. Gute Frage, müssen wir mal ausprobieren. Kann sein, dass es das noch nicht gibt, aber gut, das ist einfach zu machen, ja, wenn man das haben will. So, ich habe jetzt bisher noch gar keine Kompression und noch gar keine Krypto verwendet. Da wird es auch ein bisschen komplizierter, deshalb auch der Hinweis mit minus minus help kriegt man immer eine schöne Hilfe, was so alles geht. Und momentan ist es also so, dass man die Kompressionsalgorithmen und die Ciphers, dass man die alles einfach über eine bestimmte Zahl selektiert. Also da gibt es noch keine sprechenden Namen dafür, weil im Endeffekt müsste man eh nachschlagen, wie das Ding jetzt genau heißt. Deshalb habe ich es momentan einfach durchnummeriert und man muss halt die Nummer angeben. Nur so als Beispiel, 21 bei der Kompression wäre zum Beispiel LZ4 mit Level 1, also was super Schnelles. Es komprimiert nicht ganz so gut wie jetzt LZMA oder Zlib, aber es ist dafür halt ziemlich schnell fertig. Und die empfohlene Geschichte für die Krypto ist, wie gesagt, so ein Keyfile zu benutzen, weil man halt sonst seine Passphrase nicht ändern kann. Also daher minus E wie Encryption und dann halt sagen, ich will einen Keyfile benutzen. Wichtig ist, ihr müsst natürlich das Keyfile sichern. Und zwar nicht nur in das verschlüsselte Backup rein, weil sonst kriegt ihr es nicht mehr raus, wenn ihr es nicht mehr habt, sondern vielleicht separat. Da bin ich auch noch ein bisschen im Überlegen, ob man vielleicht zwei Modi anbieten will, dass im einen Modus das Keyfile lokal liegt und im anderen Modus das Keyfile vielleicht schon auf dem Backup-Server liegt. Das ist natürlich so ein bisschen Geschmackssache. Das ist verschlüsselt, also kein direktes Problem. Aber sag mal so, wenn der Angreifer den Key schon hat, ja, dann muss er natürlich nur noch die Krypto überwinden, dann könnt ihr an euer Backup ran. Wenn er den Key nicht hat, muss er erstmal den Key kriegen und eure Passphrase kriegen. Also von daher gibt es da keine eindeutig gute oder eindeutig bessere Lösung. Das ist etwas Geschmackssache. Wenn ihr eine langsame Leitung habt über irgend so ein Kabel-BW 5 Megabit Upstream hoch zu backuppen wollt, dann vielleicht Compression 69 verwenden. Das ist also Zlib mit Level 9, also das Maximale, was Zlib hergibt. Ist immer noch so halbwegs schnell, also nicht ganz so langsam wie LZMA, aber komprimiert halt besser wie LZ4. Und ansonsten nach diesem Init könnt ihr alles genauso machen wie vorhin, also genauso Create, genauso Extract. Im Init legt man praktisch die Parameter fest, die man dann in Zukunft verwenden will. Was auch geht, seither war praktisch alles immer ein lokal verfügbares Verzeichnis. Also entweder eine USB-Platte oder eine andere Platte oder ein lokal gemountetes Filesystem. Es könnte übrigens auch ein lokal gemountetes Remote-Filesystem sein. Allerdings dann halt ein bisschen aufpassen, Locking und so ist da manchmal nicht so toll. Was aber auch geht, ist, dass man einfach über SSH remote geht.
setzt natürlich voraus, dass auf der anderen Seite auch ein ATTIC ist, der dann mit diesem lokalen ATTIC spricht über diese SSH-Verbindung. Und dann muss ich diese Syntax verwenden, einfach SSH://Username@host:// wenn man will, den Port noch, bei 22 kann man natürlich auch weglassen. Und dann halt dort das Verzeichnis, wo das Repository halt sein soll. Ist übrigens im Vergleich zu einem SSHFS oder so schneller, weil SSHFS einen gewissen Overhead hat. Oder SFTP hat auch so kleine Paketchen, das ist alles nicht so wahnsinnig effizient. Also diese Methode da ist deutlich effizienter wie diese Methode mit Filesystem mounten. Also Deduplizierung, Krypto, Compression ist alles immer auf der lokalen Kiste. Weil es verlässt nichts unverschlüsselt den Rechner. Also was die Remote-ATTIC macht, ist einfach nur das Key-Value-Zeug da irgendwo hinspeichern. Also wie gesagt, Locking und Performance da ein bisschen beachten, vor allem wenn ihr irgendwie NFS, FTPFS, SSHFS irgendwas verwendet. Dann halt sicherstellen vielleicht, dass ihr nicht gleichzeitig mit mehreren Backups drauf geht. Okay, soviel zur Demo. Hier nochmal die Links. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, entweder gleich oder ihr könnt mich auch irgendwann einfach greifen. Ich bin alle Tage da. Ja. Repo, oder? Also wenn ich jetzt zwei Repos auf der Kiste hätte, würde... Die sind unabhängig voneinander dann. Okay. Also Repos untereinander haben nichts miteinander zu tun, aber es hindert dich niemand dran, mehrere Rechner ins gleiche Repo zu schieben. Du kannst einfach einen Namen angeben, wo der Hostname mit drin ist. Dann siehst du ja, welches Backup von welchem Host war. Und wenn das halt 100 Debian-Rechner sind, sind halt diese 100 Debians dann komplett dedupliziert, weil es im Prinzip immer das Gleiche war. Ja. Genauso natürlich bei Windows, diese 10, 20, 30 Gigabyte, was da gerne mal so auf der Platte von Windows liegen, die werden dann natürlich auch weg. Wenn man übrigens diesen Standard-In, Standard-Out-Modus verwendet, kann ich sogar ein komplettes Platten-Image da durchschieben. Und der zerhackt es genauso in Stückchen und würde genauso die gleichen Stückchen zwischen verschiedenen Platten-Images finden. Also ich werde es in Zukunft vielleicht sogar auch so für Image-Backups verwenden, halt von einem Linux-System gebootet. Aber das gebackupte System wäre dann möglicherweise halt auch mal ein Windows-System oder so. Noch Fragen? Ja, okay. Wenn jemand sonst noch Fragen hat oder was ausprobieren will mit mir zusammen, ich bin da, einfach ansprechen. Ansonsten danke für die Aufmerksamkeit.